Ja, der Christian Herrmann ist bei uns Interimstrainer von Petersberg. 2-2 am Ende. Ich fand, es war leistungsgerecht. Was sagst denn du zum Spiel? Ja, erste Halbzeit haben wir, glaube ich, die ersten 20 Minuten dominiert, sehr gut gespielt, haben uns auch belohnt mit dem Tor. Ja, der Ausgleich durch den Elfmeter war nicht unverdient, war okay. Wir haben das Glück aktuell ja nicht auf unserer Seite, das ist klar. Den Elfmeter, den Christian erst hält, Nachschuss, der reingeht, aber so ist es aktuell. Konnten uns da nicht belohnen an der Stelle. Aber dass wir nach dem Rückstand dann nochmal zurückkommen, 2-2, und ich glaube jetzt am Ende, hat ja jeder gesehen, auch im Video, war es nochmal richtig eng, ein richtiger Fight, so wie wir eigentlich hier auf Fußball spielen wollen und wie wir es können. Bin super stolz auf die Mannschaft. Ja, der Punkt alleine bringt uns nicht wirklich weiter, aber ja, dennoch eher ein positives Gefühl nach dem Spiel wieder, wenn man sich Bad Soden vorher angeguckt hat. Von daher, großes Lob an die Mannschaft. Der Elfmeter vom Alex Kilian war ein bisschen merkwürdig, unglücklich. Also man muss da nicht mit der Hand gehen, oder? Ja, es sah für mich auch gar nicht so aus, als wollte er unbedingt mit der Hand hin. Er war in der Bewegung, der Ball kam von der Latte zurück. Deswegen hat der Schiri auch da nicht eine Karte gezeigt auf absichtliches Handspiel. Ich denke, das war okay so. Ja, Alexander Bär bei uns, 2-2 in Petersberg. Am Ende für euch sicher ein bisschen unglücklich. Würdest du trotzdem sagen, es war ein gerechtes Unentschieden, oder würdest du eher sagen, ihr hättet den Sieg verdient gehabt? Es ist grundsätzlich ein gerechtes Unentschieden, weil wir mit der Chancenverwertung, also die Torchancen, die wir uns erspielen, wir gehen viel zu fahrlässig damit um. Und wir hätten mehr Tore machen können, haben das nicht gemacht heute, und deshalb wird das bestraft in dieser Liga. Ja, dazu kommen natürlich sehr gravierende individuelle Fehler im Abwehrverbund, die dann zu leicht zu Gegentoren führen. Deswegen bin ich der Meinung, dass wir heute verdient hier nicht gewonnen haben, nur einen Punkt geholt haben. Ja, jetzt heißt es natürlich trotzdem 1-1 gegen Rot-Westen, 2-2 gegen Petersberg. Die Kellerkinder, ihr kommt da nicht raus. Das wird bis zum Schluss wahrscheinlich jetzt eine ganz enge Kiste für euch werden. Ja gut, ich glaube, dass sogar beide Mannschaften mehr oder weniger durch das Ergebnis verloren haben. Petersberg hätte die 3 Punkte gebraucht, wir haben die 3 Punkte gebraucht. Das ist schade, es betrifft 2 Mannschaften aus der Region. Ja, man will natürlich gerne, dass beide Mannschaften in der Liga bleiben, aber natürlich ist es für beide Mannschaften sehr schwer. Für Petersberg vielleicht ein bisschen schwerer noch als für uns, aber letztendlich, klar, brauchst du gegen diese beiden Gegner wie Rot-Westen und Petersberg, bräuchtest du 3 Punkte, um etwas im gesicherten Mittelfeld zu stehen. Das ist uns nicht gelungen. Und deswegen stehen wir einfach da, verdient leider für unsere Mannschaft oder für unseren Verein, verdient da, wo wir stehen. Und das ist halt aktuell leider irgendwo in dem Bereich der Abstiegszone. Woran setzt ihr jetzt an in der Winterpause? Was gilt es als erstes unbedingt zu verbessern? Ja, grundsätzlich brauchst du, um erfolgreich Fußball zu spielen, eine zufriedene Mannschaft und ein vernünftiges, harmonierendes Mannschaftsgefüge. Das ist uns nicht gelungen in der Vorrunde, das zu kreieren, zu schaffen. Und deswegen müssen wir das Personelle natürlich hinterfragen, was wir jetzt dann nach dem letzten Spiel jetzt auch tun werden. Und welche Konsequenzen das haben wird, kann ich heute noch nicht sagen, aber es wird sicherlich personelle Konsequenzen nach sich ziehen.